Hört ihr das? Hier. Buenas tardes. So, wir haben heute den Big Steak Tag und habe den Palmenstamm von innen heraus dann aufgefressen. Boah, voller Rauch. Schaut euch diese Palme an. Ich bin's wieder. Jetzt habe ich schon wieder meine Brille. So, hier ist es leer. Jetzt abonniere. Suscríbete ahora. Donnerstagnachmittag. So, jetzt haben wir das Sockel fertig gemauert. Und das ist hauptsächlich dafür, dass die Hühner sich nicht frei buddeln können, beziehungsweise auch keine Tiere von außen eindringen können. Zum Beispiel die Dejus, also die Echse, die Riese-Echse, die essen ja gern dann die Eier etc., dass da niemand rein kann. Jetzt haben wir das Ganze mit einem Fein, also so einen Hasenstall-Zaun gemacht, außenrum. Und darüber kommt jetzt nochmal dieser Zaun. So, dann kommt hier das Häuschen hin, 4 Meter breit, 3 Meter lang. Dann haben wir 12 Quadratmeter, wird dann gemacht mit Holz, dann wird auch ein Blechdach drüber gemacht, dann wo sie sich hinsetzen können. Und last but not least machen wir dann hier eine Art, so ein Schatterspender. Ja, komm, da ist doch hier. So was hier noch drüber gezogen. Und dann haben wir es fertig. Dann fehlt noch die Tür und die Hühner. Aber die Hühner haben wir schon. Also die sind da schon bei uns im Barrio. Da müssen sie bloß noch umgesiedelt werden. So, und jetzt nehme ich euch mit in den Eingang, weil wir aber riesige Probleme gehabt mit der Palme. Erzähle ich euch gleich was dazu. Also, wir haben die Probleme gehabt, und zwar, dass sich die Ormigas, also die Ameise, die haben sich vorne in der Palme, ich zeige es euch gerade mal hier, die haben sich hier wie so ein Nest gebaut, sind dann in den Stamm rein, ich gucke jetzt einmal bei einer Palme vorne, und habe den Palmenstamm von innen heraus dann aufgefressen. Das ist verdammt ärgerlich, weil es war die größte Palme, wo wir gehabt haben, und die direkt am Eingang. Ich laufe jetzt gerade mal hoch mit euch. Rate mal, was ich wieder mache. Sag das sieht doch an. Also Rasenmäher. So, da ist die eine, die neue, wo jetzt rankommt. Ach, wann möchte ich jetzt dann? Riese Palmenbädel. Und wie gesagt, wir haben noch, ich glaube, 3-4 Palmen übrig für Patenschaften. Das heißt, wenn ihr dann Patenschaft übernehmen wollt, 75 Euro einmalig, da ist ein Chabba drin, alles drin, lebenslänglich, also einmalig und dann für lebenslänglich. Das heißt, ihr kriegt dann ein Namensschild, was ihr dann drauf schreiben wollt, und habt dann hier eine lebenslängliche Patenschaft. Die wird jetzt noch gerade gemacht. Riesig. Und jetzt schaut euch mal die an. Und die kommt jetzt hier hin zu der Fahnenmaste. Die ist riesig. So, und jetzt versuche ich euch mal das zu zeigen, wo die reingegangen sind. Kleiner Moment. Ja, hört ihr das? Hier, hier. Komplett hohl. Wir tun sie jetzt auch noch nicht wegschmeißen. Wir versuchen die jetzt unten im Poolbereich dann einzupflanzen. Vielleicht kommen sie noch, aber der Juan hat gesagt, hat die. Also hier sieht man es ganz genau. Ne? Ist alles hohl. Hier auch. Da. Ja, das ist verdammt ärgerlich. Die hat es nicht getroffen, aber die hier. Ja, wie gesagt, die versuchen wir jetzt unten einzupflanzen, und wenn sie noch 2-3 Jahre hebe, dann ist es recht. Und wenn nicht, dann ist es schade. Aber ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe die Ameise nicht gesehen gehabt, und nur letzt haben wir es entdeckt und dann war es eigentlich schon zu spät. Deswegen immer aufpassen mit der Ameise. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir bekommen jetzt richtig heißes Wetter. Es soll an die 40 Grad
werden. Endlich. Yay. Schaut euch diese Palme an. Also ich weiß nicht, ob das Video richtig rüberkommt, aber Durchmesser von 30, 40 cm ohne der Stamm. Acht Meter hoch. Und darüber die hier, ne? Jetzt sind wir die zwei. Und das war ihre ursprüngliche Größe hier. Wahnsinn. Und wenn ihr Frage habt, der Juan ist unser Gärtner, der kennt sich sehr gut aus, immer hilfsbereit. Experto. Buenas tardes. So, wir haben heute den Big Steak Tag. Riesig. Und jetzt schaut euch mal die an. Oder Abend, besser gesagt. Nun aber wieder. Mein Cup immer. Jetzt. Jetzt ist besser. Und zwar, wir machen heute Bobby ist im Einsatz, Tatakwa ist im Einsatz, der Riesengrill ist im Einsatz. Und zwar machen wir 6,6 Kilo Rinderfleisch am Stück, wie ihr das aus dem Video gesehen habt. Und wir machen nochmal deutsche Brötchen. Dann haben wir nochmal Schweinefleisch geholt und ein paar Würstchen. Und bevor das jetzt auf den Grill geht und wird scharf angebraten, kriegt ihr jetzt eine Rauchnote. Das heißt, die Fleisch... Sottern, die zwei kommen jetzt erst da rein, Bobby. Dann kommt es später, wird scharf angegrillt, also wir lassen das Ganze am Stück und dann schneiden wir es in Scheibe runter. Und hier habe ich schon, glaube ich, erwähnt, machen wir die deutsche Wickeln, genau. Und das ist jetzt für den Bobby. Ja, und so sieht's aus. Und dann seht ihr mal, die Bauarbeiter sind fertig, außer Gelände. Nächste Woche kommen die Steine und dann wird gemauert, dann kommt Split drüber, dann wird betoniert und dann wird der Bau da drauf gemacht, so wie der. Da hocken sie. Trinken ihr Feierabend Bier. Ich wünsche euch. Ne, ich melde mich nochmal, wenn es Fleisch fertig ist, auf jeden Fall. Ich melde mich nochmal. Versprochen. So, wir gehen jetzt Fleisch rausholen. Jetzt habe ich schon wieder mein Brillo. Hi, Lichtsblechle. So. Superflair heute Abend, ein bisschen Salsa, Merengue, Bachata. Und wir gucken mal rein. Ich habe jetzt gerade mal so weißes Holz reingelegt. Puh, man sieht gar nichts. Boah, voller Rauch. Ich melde mich gleich, wenn ich das Fleisch rausholen und auf den Grill lege. Liebe Leute, überall ist Feuer, bunt. Sieht man es? Ne, man sieht es nicht. Ah, Licht! Licht! Genau. Jetzt ist nur für außen. Außen knusprig und dann wird es nur noch innen weich. Ja. Jo, da haben wir jetzt das Fleisch jetzt einmal rumgedreht, ein bisschen Limon drauf gemacht. Wie gesagt, mit der gewürzten Wale noch später. Dann haben wir hier, das wird man jetzt nicht, wahrscheinlich nicht sehen, ne? Die erste Brötlen drin oder die Wecklen vom Thomas. Und ich bin sehr zufrieden bisher, muss ich echt sagen. Ich melde mich später nochmal. Jetzt kommt die Herausforderung, mir wird es gerade hochgedreht, das Ganze, nochmal neue Carbon, also Kohle draufgelegt. Es sieht richtig, richtig lecker aus und wir tun es jetzt warm halten nochmal 10 Minuten und dann wird es runtergeschnitten, also in Stücke. Und dann können sich die Leute aussuchen, ob sie es blutig wollen, durch, Medium etc. pp. Ich bin's wieder, jetzt sehe ich schon wieder meine Brille. So, jetzt hat wir. Also, wir haben jetzt das Fleisch runter gemacht, habe jetzt ein Stück geschnitten und jetzt haben wir gerade die Ding drauf gemacht, Salz und Limon nochmal. Jetzt wird es scharf angegrillt und die Leute, also mit Full House, wirklich Full House. Ja, und jetzt darf es sich raus, so Schwein oder Ding, blutig, nicht blutig und so weiter und so fort. Ich bin gespannt. Ich melde, wenn es so schmeißt. Wir haben fertig gegessen. Es kam überragend an, das Fleisch. nee, war wirklich toll. Also wirklich mega toll. Jeder so, wie er es wollte. Die Glocke läuten. Hells Bells. Wir gehen jetzt über in den Barbetrieb. Das heißt, ich schließe jetzt offiziell ab. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bleibt gesund und liebe Grüße nach Deutschland. Ciao, ciao.